Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen KiCad-Tutorial, KiCad 5.1.0 und heute mal wieder in der Linux-Variante. Ich möchte euch zum Klonen von KiCad-Repositories hier unter Linux, das hatte ich im letzten Video gezeigt, noch einiges dazu erklären. Und als ersten Schritt gehe ich mal hier in den KiCad-Ordner und ich hatte im Windows das auch schon als Alternative Installationsmethode gezeigt und hatte aber für das Klonen nicht KiCad Clone als Ordnername verwendet, sondern GitHub. Und das macht das, denke ich, auch etwas anschaulicher. Und damit wir hier auf beiden Varianten gleich sind, benenne ich den also hier mal um in GitHub, diesen Ordner. Und hier liegen jetzt unsere Symbole, Footprints und auch die 3D-Packages drin. Die habe ich hier mal runtergeladen. Das dauert natürlich eine gewisse Zeit, weil das sind hier wirklich mehrere hundert MB. Im Windows-Video hatte ich mir das gespart, weil das einfach zu weit geführt hätte. So, auch hier habe ich mir ein Bash-Skript geschrieben. Und das sieht dann so aus. Das erstmal das Bash-Shebang. Dann hier diesen CD KiCad Packages 3D, dann ein Git Pull und das relative Springen in die drei anderen Ordner, hier ebenfalls mit Git Pull ausgeführt, so wie ich das auch schon in dem PowerShell Skript gemacht habe, was ich im Windows erstellt habe. So, wenn ich jetzt hier dieses schließe und mal in die Shell gehe und mit CD GitHub hier in den Ordner wechsle, dann sehen wir jetzt hier unser ausführbar gemachtes GitHub Shell Skript. Wie macht man es ausführbar? Mit chmod plus x und dann github.sh. Ich habe das jetzt hier schon gemacht mit Enter. Wird das dann also ausführbar und wird in der Shell grün dargestellt. So, und wenn ich dieses jetzt ausführen möchte, mache ich hier ein .github.sh und mit Enter wird jetzt auch hier GitHub angesurft und die Repositories automatisch aktualisiert. So, genau das gleiche wie im Windows. Ich verlasse jetzt hier die Shell an dieser Stelle, gehe mal hier wieder raus. Also auch hier kann man sich so ein Skript dazu erstellen und kann dann schnell und einfach alle Repositories updaten und das sollte man so einmal die Woche machen. Ja, jetzt müssen wir natürlich noch unsere anderen Packages deinstallieren. Ich gehe deswegen hier mal in Synaptic, in die Paketverwaltung, denn es sind ja einige Pakete mit installiert worden und die, ja, man sollte natürlich das richtige Passwort eingeben und kaum macht man es richtig, schon geht's. Und jetzt können wir die hier deinstallieren, die brauchen wir nicht mehr. Ich gebe jetzt hier in der Suche KiCad ein, lass das hier mal alles suchen. Das ist hier einmal KiCad, natürlich das Programm selber. Hier haben wir die Demo-Files, die schmeiße ich an dieser Stelle auch gleich mal mit raus. Und wir gehen hier mit Rechtsklick zum vollständigen Entfernen vormerken. Dann haben wir hier die Footprints, auch die schmeißen wir raus. Wir schmeißen die Libraries raus. Die Sprachdateien sollten wir natürlich drin lassen, das ist, sollte auch klar sein. Und wir entfernen auch hier die 3D-Packages. So, auch das entfernen wir hier. Und die Symbole können wir auch entfernen, sowie die Templates. Ja, das Spice-Modell und ja, Spice-Modell sollten wir natürlich drin lassen. Und jetzt können wir hier auf Anwenden gehen und diese Pakete entfernen. Jetzt wird das hier alles deinstalliert. Das heißt, unter usr/share-kiCad sollten jetzt diese Bibliotheken nicht mehr vorhanden sein. So, ich gehe hier wieder raus, schließe das Ganze. Jetzt müssen wir natürlich im KiCad noch unsere Pfade anpassen. Dann gehen wir hier auf die Pfadkonfiguration und öffnen das Ganze und müssen jetzt natürlich hier als Symbol Directory unseren KiCad GitHub Symbols Ordner einfügen. Dann brauchen wir für Template natürlich auch nicht mehr den USR Share, sondern auch hier wieder
KiCad GitHub KiCad Templates. Auch diesen öffnen wir. So, den User, der bleibt. Dann haben wir, hier habe ich das schon mal für das im ersten Test hier eingebunden, den 3D-Package-Ordner. Ihr müsstet das dann noch nachholen und natürlich jetzt noch für die Module brauchen wir noch die Footprints. Auch hier gehen wir wieder in KiCad GitHub und KiCad Footprints. Wir öffnen das Ganze. Wir sagen hier OK und jetzt prüfen wir das Ganze mal. Wir sehen hier, dass jetzt also diese Verwaltung von Bauteilbibliotheken hier fehlt. Jetzt nervt er mich jetzt mit diesen ganzen Bibliotheken. Das heißt, wir müssen auch hier unsere Bibliotheken neu einlesen. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf das Bauteil verwalten und machen Folgendes. Mit Steuerung A können wir die jetzt hier als globale Bibliotheken alle anwählen, schmeißen die in den Papierkorb, gehen dann auf unseren KiCad GitHub Ordner. Jetzt muss ich dem das hier alles nochmal neu erzählen. Wieder mit Steuerung A fügen wir alles ein. Bitte aufpassen, hier mit, bitte diese dann abmelden, diese Ordner, die nicht benötigt werden. Es müssen hier nur die Libraries eingelesen werden, die auf .lib enden. Das sind die Symbole. Wir machen das hier wieder mit Öffnen. Auf OK. Dann haben wir die Symbole schon mal neu eingelesen. Dann kommen wir hier auf das Verwalten der Footprint-Bibliotheken. Auch hier machen wir ein Steuerung A, schmeißen das Ganze raus und lesen unsere Struktur hier einmal neu ein. Und das tun wir dann hier in KiCad GitHub Footprints. Und auch hier machen wir wieder mit Shift gedrückt halten alle Preddies dazu und müssen auch hier wieder aufpassen, nochmal durchgehen mit Steuerung dann zum Beispiel die Sources entfernen und unsere, da waren noch zwei, Moment, hoffentlich finde ich die jetzt auf Anhieb. So, die CMake-Modules. Und irgendwo versteckt sich hier noch ein dritter. Ja, die obsolet. So, die müssen wir dann also wieder abwählen. Mit OK lesen wir das Ganze ein und haben dann hier unsere globalen Bibliotheken wieder eingelesen. Das sind jetzt die aus GitHub. Was jetzt noch dazu kommt, da wir die ja auch rausgelöscht haben, muss ich jetzt auch wieder meine privaten oder meine eigenen selbst erstellten Libraries hinzufügen. Auch das machen wir jetzt mal hier als globale Bibliotheken. Ich gehe hier wieder auf Öffnen, auch das zeige ich nochmal im KiCad und dann haben wir hier unterm Lib unsere verschiedenen eigenen Libs erstellt. Auch die wähle ich hier nochmal an und binde die hier in die globale Ebene wieder mit ein. Damit sind die hier verfügbar und das Ganze wiederhole ich auch noch für die Footprints, die ich mir bereits selbst erstellt habe. Auch da kann ich jetzt hier einfach nach oben gehen. Ich schließe das hier, gehe in die Lib, in meinen privaten Lib-Ordner und kann also hier meine Footprint-Dateien wieder global einbinden. Und damit habe ich wieder alle Footprints und Symbole eingebunden. Und wenn ich hier 3D-Modelle erstelle, wird jetzt im 3D-Betrachter werden jetzt natürlich nicht mehr die 3D-Modelle aus User/Share genutzt, sondern die aus dem GitHub-Ordner und diese kann ich dann mit meinem Skript jetzt wöchentlich aktuell halten. So, damit wäre unser Linux KiCad auch umgestellt auf das Repository von GitHub und ich kann mich so auf diese Art und Weise hier immer aktuell halten. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Spaß beim KiCad-Basteln.